zerstören. Ja, und dabei auch das Essen verdichten. So, jetzt kommen wieder in der Mitte welche. Genau. Das sieht wertvoll aus. Ah, her mit meiner Krone. So. Das hast du verdient. Okay, was kommt jetzt? Es kommen auf beiden Seiten noch mal welche. So, die schubse ich alle mal um. Genau. Dann kann ich nämlich einfach hier mal rübergehen. Mich hier in der Ecke verbarrikadieren. So, und wenn ich ein bisschen Ruhe habe. Wow. Und ich will meine Krone erstmal wieder und esse was. So. So, rüber da. So. Gut. Ja, die Taktik geht ziemlich gut auf. Au. Außer ich mach sowas. Ja, toll. Am Beschwörungsstein hängen bleiben ist auch nicht das die beste Idee. So. Gut. Die Seite ist clear. Da nehmen wir uns noch die andere Seite vor. Ist ja nicht so, als ob hier nichts respawnt. Hallo, hier habt ihr Valkyr zu spielen. So, die einfach mal alles tot machen. Es ist dir tatsächlich gelungen. Das hätte ich nie zu hoffen gewagt. Schnell, das letzte Bruchstück wartet. Meine, will sagen, deine Belohnung für all die harte Arbeit. Ein letzter Kampf liegt bevor. Ich nähere mich dir, Mora. Nicht mehr lange. Ja. Dann geht's wohl jetzt gegen den Boss. Den werde ich dann in dieser Aufnahmesession auch noch machen. So. Aber erstmal raus hier. So. Geld haben wir genug. Punkte sehen okay aus. Zeit sieht so lala aus. So. Meisterschaften sehen ganz gut aus. Kronenwegwerfer steigert sich langsam in Richtung Gold. So, dann heißt es jetzt wohl gegen Morak. Level 4. Herz des Gauntlet, der brennende Tempel. Moment, wo ist der letzte Wächter? War das letzte Bruchstück all die Jahre unbewacht? Das muss Morak sein. Ja, das muss es sein. Dies ist die letzte Prüfung. Meine Prüfung. In meinen Händen, welchen Ärger es mir bereitet hat, aber endlich ist es mein. Ich fühle mich dir zu Dank verpflichtet, doch das Schwert fordert eine letzte Prüfung, ein letztes Opfer. Nun stirbst du von der Hand eines Gottes. Ja. Du trügerischer Abschaum. Ich hätte dich ohnehin getötet. Heute wirst du mir sterben. Und dich wird das Schicksal ereilen, das du verdient hast. Okay. Selbst diese Klinge kann
kann dich nicht vor mir retten. Wow. Okay, schon mal übel. Ich wünschte, ich Aua. Okay, jetzt. Au. Das ist nicht so toll. Also ich glaube, den Boss müssen wir dann zweimal machen. Okay, das Schwert handelt nach eigenem Willen, während ich den echten Wohrak suchen muss. Genau, und ihn auch ordentlich verprügeln. Ich nehme an, jetzt kommt die nächste Welle. Ach, er beschwört wieder neue Untote. Das könnte nützlich sein. Ja, Untote sind jetzt nicht so gefährlich. Die kennen wir ja noch aus dem ersten Gebiet. Wow. Nur in die richtige Richtung sollten wir unsere Disk werfen. So. Ja. Wow, wieder ein Haufen Wohrhacks. Da ist der echte. Gut. Den haben wir. Den haben wir ordentlich. Wow. Kommen jetzt wieder andere Gegner. Jetzt, wo wir ihn weit genug runtergeprügelt haben. Okay, er beschwört schon. Ja, jetzt kommen Orks. Jetzt kommen Orks. Ork-Schamane. Da ist der Ork-Schamane. Juggernaut. Wow. Okay, Wohrhack. So, Wohrhack getroffen. Wow. Okay, Schamane töten. Noch mehr Schamanen. Das ist nicht so toll. Weg mit dem Schamanen. Weg mit dem Schamanen. Ja, das geht richtig gut ab hier gerade. Du bist der echte Morak, das habe ich gesehen. Essen? Essen. Das konnte ich jetzt wirklich gebrauchen. So, jetzt dürfte er die Kultisten und Dämonen beschwören. Nehme ich mal an, also töte ich die Orks, die noch hier rumlaufen. Ja, tatsächlich Kultis. So. Kultis und Dämonen umbringen. Ach, vor allem wenn solche. Wow. Welches ist der echte Wohrhack? Da ist der echte Wohrhack. So. Gut. Echter Wohrhack getroffen. Au. So. Ja. Das ist nicht so schön. Ich muss gucken, dass ich diese Flammenwerfer-Viecher loswerde. Obwohl, ich habe schon wieder zwei Leben. Da geht das ja einigermaßen. So, einer ist weg. Und da bin ich gestorben.
So, Morak, welcher ist der echte? Da ist der echte. Wow. So. Wirf doch nicht immer vorbei. Ich meine, stoß nicht immer vorbei. So. So, jetzt musst du mal weg, weil du bist schon ziemlich angeschlagen. Erstmal den Magier ausschalten. So, genau. So. Wow. Da hat es mich nochmal erwischt. Gerade im Essen gespawnt. Bist du der echte Morak? Ja. Okay, Zwischensequenz am Schluss. Das Artefakt ist wieder kaputt. Das Bild ist genial. Ja, das war wohl dann das Ende von Gauntlet. Ach du meine Güte, was für ein Heckmeck. Jetzt gerade am Schluss vor allem Ding. Also die ersten beiden Bosse waren teilweise etwas spektakulärer. Okay, er war schwer, muss ich zugeben. Aber das war auch irgendwie dann auch irgendwo lächerlich. Ja, Morak. Also war Morak unser Auftraggeber eigentlich, der uns da reingeschickt hat, sozusagen. Und am Schluss war er der Endboss. Ja. Also ich fand das Spiel einfach nur genial. Also ja, es ist ein cooles Hack-and-Slay-Spiel. Ich bin oft gestorben, gebe ich zu. Wahrscheinlich öfter als in Hammerwatch. Obwohl ich in Hammerwatch ziemlich viele Dummheitstode hatte. Weil ich fünfmal hintereinander dieselben Stacheln gedasht bin. Ja. Aber gut. Was soll ich noch so großartig dazu sagen? Es ist ein bisschen kurz. Obwohl, es ist genau von der Aufnahmezeit her war es jetzt ungefähr genauso lang wie Hammerwatch. Vielleicht ein bisschen kürzer, aber ja. Das Spiel ist halt auch darauf ausgelegt, dass man es halt in den höheren Schwierigkeitsgraden nochmal durchspielt und guckt, dass man die Meisterschaften und alles bekommt. Deswegen hat das Spiel schon eine gewisse Langzeitmotivation und auch die ganzen dummen Sprüche und Szenen und so weiter. Jo. Ich würde sagen, damit verabschiede ich mich erstmal von dem Projekt. Und wir sehen uns dann bei meinen anderen Projekten. Ich lasse jetzt noch die Credits fertig ablaufen und sag schon mal Tschüss. Oder ich glaube, ich unterbreche die Credits einfach mal und klicke auf Fortfahren. Ah ja, es kommt noch der Abschlussbericht. Viel haben wir nicht an Goldpunkten da gemacht. Punkte? 200? 2000? Okay. Wahrscheinlich auf höheren Schwierigkeitsgraden. Und das ist die Zeit. 7 Stunden 23 Minuten. Hey, wir sind auf Platz 2 mit der Geschwindigkeit. Cool. Drücke beliebige Taste. Sieg über Morak. Goldverlust bei Tod im Tempel reduziert. Tode 2 Stück. 3 Stück sogar. Ach ja, wir sind hier offscreen gestorben. Fortfahren. Gut. Wir haben Morak getötet und könnten uns jetzt theoretisch diese Sache hier kaufen. So, jetzt haben wir bessere Schwerter
und Schilde. So, aber jetzt verabschiede ich mich dann wirklich. Also, tschüss.